Ja, es könnte sein, Chat, dass ich bald eine Windel brauche, auf jeden Fall. Übrigens haben wir die Tassen auf euch geworfen. Genau. Ach. Wir waren die Tassenwerfer. Das ist nur mal so als Hinweis. Wenn in dem Haus mehrere Sachen fliegen, dann sind das die Toten immer. Weil du kannst mit E die Sachen aufnehmen und mit G die wohin schmeißen. Das heißt, du kannst den Lebenden dadurch ein paar Hinweise geben. Okay. Nach dem Motto, hier ist er lang gelaufen oder hier liege ich tot rum oder hier ist die Toilette, weil es jemand müsst oder so. Und zum Schluss, bevor ihr rausfahrt, wählt einfach irgendeinen Geist an im Journal. Das was so überbleibt. Der war leider der Falsche. Genau. Ja, genau. Benji. Genau. Wir hatten das gehofft, aber... war jemand bei mir im Chat hier. Zay Farah war da und hat gesagt, ihr möchtet die Banshee. Wir wollten die Banshee, aber war leider falsch. Es hätte halt mehr Kohle gegeben, wenn wir jetzt natürlich alle das Gleiche und richtig gehabt hätten. Deswegen haben wir jetzt einfach mal gegambelt, so, weil, klar, was soll's, ne? Also, ich wollte noch mal kurz... Ich hatte ja die Box... Er hat darauf reagiert, aber nicht mit mir gesprochen. Das heißt, die hätten wir, glaube ich, noch durchstreichen können. Stimmt, ja. Weil mein Chat hat nämlich noch gesagt, das Rauschen ging nur weg. Aber gesprochen hat er nicht. Ja. Okay. Ja gut, dann hätten wir das auch noch machen können. Fürs nächste Mal. Ja gut. Also, für das nächste Mal. Okay. Darf ich was sagen? Ja. Bitte, klar. Ich finde das mit diesem Gruppenstream so geil, das sollten wir immer so machen. Ja. Vor allem bei diesem Spiel oder bei DBD oder bei sowas, weil es einfach geil, wie ich jetzt Fräuleins Kopf in mir hängen sehe. Wie wir aussehen. Hallo. Moment. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Alter. Ob du behindert bist, hab ich dich gefragt. Was? Ob du behindert bist. Wird der Spezialist alles machen, um die Chance für das Richtige zu erhöhen, oder nimmt sich dann die Person das Richtige hat nicht? Oh, was für eine schöne, vorzügliche Decke. Genau, tatsächlich, Seyfara, das weiß ich nicht genau. Ich meine, je mehr Leute den gleichen haben und der richtig ist, je mehr Kohle bekommt man, meine ich, mich zu erinnern. Aber da könnte ich auch falsch liegen. Das ist so meine Vermutung und deswegen habe ich gesagt, lass uns alle dasselbe tippen. Auch wenn es falsch ist halt. Ja. Gut. Hier vor mir. Wie die Hühner. Ja, nächstes. Was sagt ihr? Sollen wir nochmal? Ja? Ja, auf jeden Fall. Das zweite. Sollen wir dasselbe Haus? Nö, lass uns mal das zweite nehmen. Das zweite, ja. Weil dann. Kurze Frage. Haben wir jetzt genug Taschenlampen und haben wir auch eine Kamera vielleicht? Haben wir. Kamera hatten wir schon vorher, habe ich gerade eben gesehen. Die Kamera müsste dabei sein. Ja, die hatte ich, die habe ich verloren. Die lag bei meiner Leiche dann. Scheiße. Aber hättest du die nicht irgendwo hinstellen können? Oh, Mistkalt. Generell ja. Diese Sachen kann ich nicht mehr anfassen. Das Schöne, ach so, ja, man kann die hinstellen. Auch eine Rolle wäre ja dann solche. Das stimmt, Zay, da hast du recht. Das könnte man beim nächsten Mal so machen. Kamera, UV-Licht, Thermometer, Geisterbox, Geisterbuch. Okay, warum steht bei Andy drin? Befreit? Oh Gott, bereit. Oh Gott, bin ich besoffen. Ich bin bereit, jederzeit. Der Andy ist vor allen Dingen befreit von seinem Blaseneinsatz. So viel Alkohol habe ich jetzt nie getrunken heute. Oh, scheiße. Ey. Ich schwöre. Okay, ich mach Start, ja, Leute? Ja, Andy, in deinem Kopf sieht's komisch aus irgendwie. Chat, mal ganz ehrlich, wie schlimm sah es aus, als ich im Schlafzimmer eingesperrt war? Also ich hatte das Gefühl, ihr habt lachend zu Hause gesessen und euch tierisch amüsiert. Oh Gott, ich bin irgendjemand drin. Mir. Mal wieder. Ich finde aber gut, dass wir, auch wenn wir alle... Taschenlampe! Auch wenn wir das alle nicht so ganz so können, dass das trotzdem so gut funktioniert. Also, irgendwie. Also ich würde so, die Taschenlampe... Diese doofe Dingslampe will ich nicht mehr hier. Diese es war mega lustig, okay. Ich nehme diesmal den Dildo. Dildo. Aber der macht nicht so viel Licht. Ich versuche nochmal mit ihm zu sprechen. Oben? Jetzt weiß ich ja, worauf ich achten muss. Also, okay, EMF hätten wir noch. Die Kamera können wir gleich auch noch mitnehmen. Einmal kurz zuhören. Er reagiert auf alle. Es ist Russell Cordero. Russell Cordero. Russell. Aber ist es und nicht... Wir können, kurze Frage. Wäre es nicht logisch, dass ich einmal erstmal reingehe und frage, ob er reagiert, so alleine? Oder ist das keine gute Idee? Nee, er reagiert auf uns alle. Ah, okay.
Hier siehst also, du das. Guck mal, hier auf dem Dings, da siehst du immer, was man machen muss, damit er kommt. Ganz oben, reagiert auf und alle. Eben stand Einzelpersonen. Und jetzt steht alle. Jetzt müssen wir alle zusammenbleiben. Ah, okay. Jetzt, genau. Ich verstehe. Ich mach mal auf. Hier steht, findet mit dem EMF-Gerät Beweise. Ja, ich habe das eben ja. erstmal genommen. Okay. Alles klar. Guck mal, der Andy läuft schon vor. Ja, jetzt ist er ganz mutig, noch, ne? Brauchen wir noch? Ja, Temperatur kannst du trotzdem immer mitnehmen. Temperatur kann nie schaden. Temperatur kannst du mitnehmen, kann nie schaden. Ja, wir wollen den Geist bei der Jagd entkommen. Erreiche durchschnittliche Sanity von unter 25%. Das haben wir alle schon. Das brauchen wir, haben wir schon alle erfüllt. Und wir gehen rein, Fräulein. Wie hieß der Kollege noch? Fräulein. Nein, komm mal. Zero? Bin unterwegs. Hallo. 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 Dieses Geräusch macht mir Stress, ey. Russell, ja, bist du da? Wir sollen eine Sanity unter 25% erreichen. Habe ich gesagt, haben wir alle schon erreicht. Okay. Das. Russell, kochst du uns gerade eine Suppenterrine? Suppenterrine. Lisa, Russell, wie? Corneo. Russell Corneo. Warum? Keine Ahnung, das weiß nur er. Danke für den Follow. Russell, bist du kacken? Leute, wo seid ihr? Ich bin oben. Wir sind im Keller. Okay. Russell Cole, wie ist er? Ihr müsst das Walkie-Talkie immer ein bisschen länger halten, sonst sind eure Sätze am Ende abgesetzt. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Russell Cordeo. Zerstückelt, meinst du? Genau, zerstückelt. Russell Cordeo. Guten Tag. Ich habe bisher keinen EMF-Ausschlag hier. Irgend. Russell Cordeo. Hier? Übel, ne? Wo Russell Cordeo, bist du hier? Wir sind oben. Okay. Robert, du musst übrigens das länger halten, weil sonst wird man dich abgehackt. Was hast du denn gesagt? Russell Cordeo, bist du hier? Was, Robert? Er reagiert gar nicht. Ja. Robert ist ein weiter. Mach dir denn das nicht an. Natürlich. Russell Cordeo. Hier oben ist, ich glaube, hier oben ist nichts. Der Raum wäre mir zu klein, falls er kommt. Also wenn der... Ich gehe in den Keller. Ich gehe in den Keller, Leute. Im Keller waren wir schon, da ist nichts. Aber wir sollen doch zusammenbleiben. Ach ja. Hat da jemand gerade im Wohnzimmer das Licht ausgemacht? Nein. Dann ist was? Vielleicht Russell Cordeo? Hier ging gerade das Licht aus. Ist jemand im Wohnzimmer? Ist der im Wohnzimmer? Hm, weiß ich nicht. Russell Cordeo. Hat denn irgendjemand gerade gesprochen, dass im Wohnzimmer das Licht ausgegangen ist? Ja. Dann ist die Sicherung raus. Wo bist du denn jetzt? Küche. Okay. Links. Ich weiß gar nicht, ob das eine Küche ist hier. Aber im Keller haben wir keinen Druckkasten gefunden, oder? Dann ist der vielleicht, dann ist der vielleicht im, in der Garage. Ich hab auch keinen. Lass uns da mal eine Gruppe gehen. Und alle gehen in die Garage. Garage. Hier, im Wohnzimmer. Kommt mal Richtung Klavier, bitte. Klavier, genau, hier. Hier ist die Garage. Oh, oh nein! Alter! Kesselpack! Bist du hier? Coral! Schön, dass du da bist. Russell! Und in die Hosen machst. Russell Cordeo? Cornelio? Cordeo, okay.
Oder Correro? Ich weiß nicht, was er. Correro? Russell, bist du hier? An. Russell. Ja. Ihr müsst dran denken, wenn der nachher jagen sollte, dann müsst ihr die Taschenlampen ausmachen. Okay. Echt? Ja, weil sonst sieht er euch quasi. Ihr müsst die Taschenlampen ausmachen, euch am besten hinhocken und in irgendeine Ecke. Das ist immer die beste Maßnahme. Russell Cordero. Russell Cordero, bist du im Keller? Russell, hab ich hier. Aber wir haben ja auch noch nichts Interessantes gefunden, ne? Russell Cordero. Ja, ist noch nichts. Soll er mal Licht? Dann seht er mehr. Ja. Russell. Ich glaube, der will nicht mit uns sprechen. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die Box können wir langsam vergessen. Frau Fräulein, ne? Ja. Was hab ich? Hast du das V? Ja, das ist V. Du hast das V, ne? Ich hab das V, ja. Okay. Es ist, Licht an. Alles gut. Es sah gerade so aus, als wäre das Licht gerade aus. Geh mal aufs Klo, ja? Ciao. Tschö. Warte. Russell Cordero. Ja. Bist du da? Ich bin auf dem Klo. Langsam geht mir das Geräusch von diesem Gerät auf den Sack. Ja, kann auch. Kannst du man ausmachen. Kann übrigens alle Tassen einsammeln. Ich weiß ja nicht, ob das so sinnvoll ist. Bist du hier? Tassen? Wir müssen den Halloween-Kürbis noch finden. Das Tier UV-Licht zu schütteln ist recht cool. Ach, das ist ja cool. Leute, in der Garage liegt ein Totenkopf. Oha. Das ist schlecht. Der lag da eben noch nicht. Der lag da eben noch nicht, ja? Der lag da wird dann wieder heller. Ah, diese cool. Diese Pfütze war im Keller. Im Keller war auch so eine Pfütze. Das ist bestimmt hier Ektoplasma, okay, Leute. Ich nehme den mit. Gönn dir ein bisschen neue Deko. Das ist jetzt mein Schädel. Russell Cordero, dein bist du hier in der Garage? Ne? Alter, wer spielt da auf dem Klavier? Sag mal, habt ihr Lack gesoffen? Ja. Habt ihr Lack gesoffen? Ich hab ihn nur meckern gehört aus dem anderen Raum. Oh Gott. So, Russell. Psst. Komm doch mal her jetzt. Was? Da war eben Musik und es war keiner am Klavier. Echt? Ja. Oh mein Gott. Und ich hab jetzt hier Luft. Weißt du? Da flackert Licht. Hier flackert Licht. Wo bist du? Nicht mehr. War nur kurz. Oh, ich hör was. Russell Cordero. Oh, ich hör auch was. Ich höre auch Musik. Das Klavierspiel. Russell Cordero, bist du hier? Leute, die Musik bin ich. Die Musik bin ich. Ich habe oben die Gitarre gefunden. Hast du einen Arsch offen? Alter, was stimmt mit dir nicht? So vieles. Merk ich. Russell Cordero. Geht's denn hier hoch? Kann ich runter? Russell Cordero. Das Licht geht nicht mehr an. Ja, dann ist die Sicherung wieder aus. Okay. Alle kriegen Panik. Nee, ich glaube, da er ja auf alle reagiert, müssen wir doch, glaube ich, zusammenbleiben, oder? Ja. Ja. Das ist eine gute Sache, ja. Ja. Bist du Russell hier? Cordero? Bist
im Schrank? Hallo. Russell Cordero. Ah, da ist der Kürbis, Leute. Da ist der Kürbis. Ich finde den Kürbis. Oh, nice, sehr Kürbis. Cool. Ach so, ich muss. So hier. Leute, auf meinem Gerät eben. Kann ich hier nicht nehmen? Ja. Ich habe hier drei Lampen. Nehmen. Ich habe doch nur zwei Objekte. Ja. Eben war sie wieder rot. Ach, die ganz rechte. Die sieht aus wie ein Geist. Okay. Aber das sieht ja nichts. Todes mal drei. Bitte schön. Ja, gut, ich weiß nicht genau, was die Lampe da bedeutet, rechts. Neben der blauen. Fäulnis des Todes mal drei. Welche Lampe rechts? Auf meinem Gerät hier. Ach, wie ich einfach die ganze Zeit das EMF aus hatte. Oh. Shit. Ich hab ein Magazin. Okay, ich lauf mal. Das war ich, Miguel. Russell Cordero. Oh, 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 hier ist ein Biss. Oh, warte. Nee, die Nadel hat nur gewackelt. Okay. Aber es ist doch, wenn man so diese kalte Luftform, ja, also als Atem hat, dass er in der Nähe ist auch, ne? Nee, das ist nicht mehr so, sagte man. Auch nicht. Auch das nicht mehr. Ja, hab ich. Angeguckt, die Halloween-Karte? Hab ich angeguckt, danke. Welche Halloween-Karte? Kommen Sie? Dort rein. Da. Ah, die. Okay. Fäulnis des Todes 3. Ich wollte ungestört sein. Ich suche gerade Handabdrücke. Aber so. Ich hab die Box. Chat. Suche Handabdrücke. Russell Cordero. Schon mal zur Info. Hallo. Russell Cordero. Oh, hier. Leute, hier im Flur. Hoher EMF, ich hab EMF 5. Kommt runter, EMF. Russell Cordero. Hier ist EMF 5. Das können wir ja schon mal eintragen, EMF 5, ja. Im Journal. Ja, genau. Journal, Beweise, EMF. Inhalt. Haben was wir. Beweise. Wir hatten das Buch. Oh, hier ist ein Handabdruck. Nee. An der Tür. Wo? Ja? Ja? Nice. Oh, perfekt. Ja. Journal, nice. Beweise, Hand. Ultraviolett. Russell Cordero. Ultraviolett. Darf ich was verraten, was ich gesehen habe, oder wollt ihr die Beweise selber finden? Oh, oh. Oh, ich hör was. Oh, herzlichen Dank. Ich glaube, ich bin zu sehr auf den Sack gegangen, Chat. Der Tod. Wie hast du heute gemacht? Nein. Ist das tot? Ja. Oh mein Gott, ich traue mich nicht. Ich glaube, Andy ist tot. Andy ist tot. Leute. Der hängt einfach mit der Telefon auf dem Boden. Wie kann ich jetzt Sachen bewegen? Ich hatte vorhin schon einen Verkaufsabdruck auf dem Lichtschalter in der Küche gesehen. Ein Fingerabdruck? Nur auf dem Lichtschalter? Das geht. Verdammt. Wo ist denn die Box? Ja, Andy tot, Chat. Aber wir haben. Das Ding ist, ich wollte mich eigentlich hinhocken in der Ecke. Und auf Shift ist in vielen Spielen halt hinhocken. In anderen wiederum C. Und dieses Spiel hat C. Und ich habe nicht auf C gedrückt. Aber ich weiß auch nicht, ob mir das geholfen hätte. Die sollen meine Leiche finden. Ja, die sind ja hier. Oh nein, ich sterb schon wieder. Okay. Die nächste ist tot. In die Schränke rein, Tischtiger? Du wirst mal raus. Okay. Hallo, Andy. Hallo. Wir sind beide tot. Ja. Guten Tag. Du kannst jetzt Gegenstände nehmen und auf die werfen. Aber wie? Ich kann keine nehmen. Mit E einfach nehmen, so. Ach, mit E? Hörst du mich so noch? Ja, ich höre dich. Wie war das Ding eigentlich? Nice. Ja,
mit E. Kannst du jetzt Tassen nehmen und auf die werfen und sowas. Das geht. Hm. Aber sonst können wir nicht mehr viel tun. Nee. Außer rumgeistern. Ich hab einen Ball. Ist, dass wir den Geist, sehen, im Gegensatz zu sehen. Also wenn der jetzt hier rumläuft, dann können wir den richtig sehen. Okay. Wenn der kommt. Das wird dann unangenehm für uns. Weil wir nicht sehen können. Gleich wieder da. Kommt hier den. Oh, da waren. Dann suchen wir doch mal den Geist. Vielleicht ist er ja hier irgendwo. Wollt ihr mir etwas sagen, Geister? Sprecht mit mir. Schreibt ins Buch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab einen Ball geworfen, weil ich den Geist gesehen habe, aber es hat keiner mitgekriegt. Echt? Und ich weiß. Wo ist Malibu? Ich glaube, Malibu ist weg. Ja, Malibu ist die einzige, die noch draußen ist. Wir sind alle tot. Hallo? Wir sind alle tot. Lass mal in den Truck gehen. Ja, wollen wir raus oder was? Ja. Malibu kann nicht mehr. Nee, die steht hier, ist total fertig mit den Nerven. Ihre Sanity ist auch auf 0. Nee, auf 2. Ja. Guck mal, sie macht zu. So. Ich geh jetzt. Okay, irgendwas wählen. Da müssen wir was anwählen. Scheiße. Ich nehm Gin. Was an. Nee, Gin ist aggressiv. Scheiße. Zu spät. Man kriegt so Panik, wenn man euch nicht mehr hört. Ja. Ich hab einen Ball geworfen im Flur. Ich hab Gin, weil der Geist da war. Geil! Nice, aber verstehe. Gin, super. Ich hab Gin angewählt. Ich hab's nice. Nicht mehr geschafft, was anzuwählen. Ich, ja. Das ist schlimm. Sorry, dass ich mich so beeilt hab. Ich hatte Angst, ich wollte weg. Ey, ich wäre da alleine auch nicht mehr reingegangen, Malibu. Ganz, also. Nabenschnürschuh. Das war super lustig. Ah, guten Abend, Schnürschuh. Ich gucke noch links auf den Bildschirm und sehe nur diese Hände bei Robob ins Gesicht wandern und denke so, ach, scheiße. Mir wurde, das ist natürlich cool, dass du das nebenher sehen kannst. Mir wurde gesagt, die Geister werfen auch manchmal. Ja, das stimmt, manchmal machen die das schon. Ja, aber nur wirklich. Ich glaube, Poltergeister und so machen das auch, ne? Richtig. Die machen das auf jeden Fall, aber normalerweise ja. Ne? Das Problem ist, wir haben das natürlich. Ja! Dadurch, dass wir jetzt so gestorben sind, danke für dein Follow-up. Ja, die Säge ist hier unter.